Eigentlich wollte ich so ein Video gar nicht machen. Eigentlich wollte ich so ein Video überhaupt nicht machen müssen. Aber ich denke mal, wir müssen reden. Ihr habt alle mitgekriegt, was da in Mannheim passiert ist. Und das, was da passiert ist, ist schlimm. Das ist echt furchtbar. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber so mein ganz persönlicher Grad der Sättigung, der ist erfüllt. Hier ist echt Schluss. Was mich bei der Berichterstattung drumherum und bei den Kommentaren drumherum unfassbar auf die Palme bringt. Kennt ihr den schon? Alle sind am Rumröhren und Rumrülpsen, wie schlimm das alles ist. Und es ist schlimm. Es ist an Tragik überhaupt nicht zu übertroffen, überhaupt nicht zu überbieten. Ich will auch gar nicht drauf rumreiten, was da alles schiefgelaufen ist, weil die Liste... Die ist lang. Die ist richtig lang. Und ich will da auch nicht irgendwie auf Leute anprügeln, die eh schon am Boden liegen. Das ist nicht meine Sache, das hat man früher oft genug mit mir gemacht. Aber es gibt ein paar Dinge, über die wir echt reden müssen. Mir ist ganz egal, woher derjenige kommt, der Messerjocke. Mir geht es um die Sache an sich. Mir geht es um die ganzen Begleiterscheinungen. Da äußern sich große Politiker, weil wir ja in der Sommerpause sind und weil wohl irgendwie nichts anderes. Wie schlimm das alles ist. Kennt ihr den schon? Wisst ihr, wie viele Messerangriffe das alleine in Berlin pro Jahr gibt? Packt bitte euer Getränk, stellt es einmal ab, ihr könnt gleich weiter trinken. Es geht gleich weiter, wirklich. Über 900. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der da irgendwie... Da stellt sich Olivia Nuten-Scholz hin, wie schlimm das alles ist. Sagen Sie mal, Herr Bundeskanzler, was genau denken Sie denn gegen die Zu- und Umstände in Ihrem Vorgarten, also sprich dem Vorgarten vom Bundeskanzler anzutun? Sie wissen schon, das Volk, der gemeine Pöbel an sich, der Sie letzten Endes gewählt hat, oder zumindest viele davon. Was gedenken Sie gegen derartige Messerangriffe zu tun? Wie genau gedenken Sie Ihre Wähler, diejenigen, für die Sie die Verantwortung tragen, zu schützen? Ihr Oberbürgermeister in Berlin? Macht nicht. Macht das, was er am besten kann? Nichts. Der Innensenator? Auch nur bedingt. Dann gibt es so Punkte, die mich persönlich so richtig auf die Palme bringen. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Seit 2011 wollen die Berufsgenossenschaften das Thema der medizinischen Leckampf in die Leine ausblauen. Es ist 2015 eingeflossen? Mitnichten. Seit Jahrzehnten werden sogenannte IFEX aus der Fraktion ballistisch knitterfrei, die sich im militärischen und Auslandseinsatz wissenschaftlich erwiesenermaßen bewährt haben. Auch für Polizeieinheiten beklatscht, besungen, ausgebildet, beschafft und unter die Beamten gebracht. Wo waren denn die IFEX in diesem Fall in Mannheim? Und wir reden hier von teuer fancy Equipment, wo sich jeder Taktik-Kuhlinger, der geil ist auf schwarze Taschen ohne Logo oder was drauf, sich jede 10 Finger dran lecken würde. Wir reden hier von wirklich hochwertigen Tourniquets, Traumabandagen, komprimierter Gase, teilweise Quicklot,
Kann man von halten, was man will. Ich halte davon bevorzugt und gerne Abstand. You're welcome. Und wisst ihr, wo dieses Material lag, wo diese Taschen lagen? Die hatten die Polizisten nicht an der Persönlichkeit. Sitzt ihr gut? Die lagen im Fahrzeug. Die lagen im Polizeiwagen. Ich kapiere es nicht. Ich schnall es nicht. Seit fast 8 Jahren besingt, beklatscht, betanze ich dieses Material für Zivilisten. Warum tue ich das? Weil vor 8 Jahren schon absehbar war, das wird nicht besser. Den Damen und Herren Beteiligten aus diesem Anschlag von Mannheim wünsche ich eine maximal gute Aufbereitung der Geschehnisse. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich persönlich bei dem Polizisten, der diesem Treiben in Mannheim ein Ende gesetzt hat. Und eins möchte ich mit auf den Weg geben. Das, was jetzt die nächsten Wochen kommt, darauf bereitet dich keine Polizeiausbildung der Welt vor. Auch Ihnen, auch dir wünsche ich maximal gute Aufbereitung der Dinge und du wirst viel Hilfe und viel Kraft brauchen. Wenn das einer von den beteiligten Polizisten sieht. Unten gibt es die Kontaktdaten dazu. Ihr werdet jede Hilfe brauchen, die ihr kriegen könnt. Meine Tür steht offen. Und das meine ich ernst. So, nachdem ich mich also über das Material ausgelassen habe, zum 32.000. Mal, da brennt sich mir die Frage auf die Kranznaht. Was, oder vielmehr, was verdammte Axt muss in diesem Land noch passieren? Wie viele Menschen müssen schwer verletzt werden? Wie viele Menschen müssen ihr Leben dabei lassen, bevor es einen Ruck in der Erste-Hilfe-Ausbildung gibt? Was muss noch passieren? Allen Ernstes, seit 2011 ist dieses Thema ständig auf dem Tisch. Wäre das ein Kind, wäre dieses Kind in ein paar Jahren dran, tatsächlich Abitur zu machen? So weit sind wir. 2011, ey, wir haben 2024. Ich kapiere es nicht. Ich schnall es nicht. Folgt mal diesem kleinen patschnassen Händchen. Linke Oberschenkeltasche. Die andere rechte Oberschenkeltasche. Tourniquet, Handschuhe, Traumabandage, die Rettungsdecke. Warum? Und zwar nicht nur ich, sondern das gesamte Team Mediurs. Unsere verschiedenen Mitmachs, mit denen wir zum Beispiel auch Sanitätswachdienste machen. Warum tun wir das? Weil wir es können und weil wir es verstanden haben. In der Erste-Hilfe-Ausbildung lässt sich das nicht implementieren. Was für ein ausgegorener Bullshit. Paar Kilometer diese Richtung, dänische Grenze. In Dänemark, überall da, wo ein AED aufgehängt ist, öffentlich. Überall da hängen inzwischen Trauma-Kits. Da ist dieses Geraffel drin, inklusive komprimierter Gase. An den Bahnhöfen sind da teilweise Trauma-Kits, beziehungsweise das sind kleine Rucksäcke. Da ist Material zur Erstversorgung von bis zu 10 Patienten drin. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch. Da gab es einen Amoklauf im Shoppingcenter in einem Mall in Kopenhagen mit 3 Toten. Wisst ihr, warum das nur 3 Tote gegeben hat? Weil an diesen Stellen mit den AEDs, und die haben mehrere davon gehabt, diese Trauma-Kits hängen. Und weil die in der ersten Hilfeausbildung komplett anders, komplett umgedacht haben. Schon lange. Und wir segeln immer noch mit Bobbycar und Bauklötzer und Weihnachtsbaum. Ey, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen könnte, allen Ernstes. Vielleicht habe ich da ja auch nur so einen Granatsplitter im Schädel, das weiß ich nicht. Damit kann ich auch gut leben, wirklich. Aber Leute,
Spinnen wir dieses Gedankenspiel mal ganz kurz weiter. Wir haben demnächst, dem allernächst, eine Europameisterschaft im Fußball mit Public Viewing, mit Riesenveranstaltungen, mit alter Schwede. Und ich möchte mal so einen kleinen Schmank aus der Einsatzpraxis von solchen Sanitätsdiensten lassen. Bei einer nicht unbekannten EM auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg, wo übrigens dieses Public Viewing mit mehreren 10.000 Menschen stattfinden wird, da bin ich vor sehr, sehr langer Zeit als Einsatzleiter Sanitätsdienst für meine Bereitschaft unterwegs gewesen und wir sind damals mit zerbrochenen Glasflaschen in T-Shirts gewickelt, beworfen und verkloppt worden. Der Einsatzleiter, der damals geschrien hat, Helme auf, Visier runter. Wisst ihr, wer das war? Das war ich. Ups. Und das Gefahrenpotenzial und die Grundstimmung, die wir jetzt haben, meine Damen und Herren, ist eine ganz andere wie damals. Damals die Grundsituation, die Grundstimmung, das war ein Witz, das war ein Lacher. Das war ein Ponyhof, das war ein Streichelzoo. Jetzt, meine Damen und Herren, mache ich garantiert keinen Sanitätsdienst mehr bei solchen Veranstaltungen. Also ich mache eine Menge bekloppte Dinge, aber das mache ich nicht. Ist euch mal was aufgefallen, wie ruhig das in der letzten Zeit mit Terrorakten und Terrorangriffen war? Ihr dürft mich gerne böse Onkel nennen, aber wenn es tatsächlich knallt, beschwert euch nicht bei mir. Dafür bin ich echt der Verkehrte. Ich finde es hier ganz kuschelig auf meiner Farm und ich werde diese Farm in der Zeit so wenig ich kann, so wenig ich muss, verlassen. Ganz sicher. Und derartige Plätze mit Public Viewing und was nicht noch alles, die werde ich meinen. Wie der Teufel das Weihwasser. Allen Ernstes. So, wo ihr Material und wo ihr Schulung findet, das wisst ihr hoffentlich. Check. Dieses Video dürft ihr auch gern teilen. Ihr müsst es nicht unbedingt liken. Es wäre wunderschön. Wenn ihr es nicht eh schon getan habt, dann wäre ein Abo vielleicht ganz sinnvoll. Weil von solchen Videos mit Zahlen, Daten, Fakten wird es in der nächsten Zukunft mit Sicherheit mehr geben. Denn wie gesagt, mein persönlicher Grad der Sättigung ist erfüllt. Es reicht. Bis hier und nicht einen Millimeter weiter. Meine Damen und Herren, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Sorgen, Anregungen, Nöte habt, haut es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.